Yo, was geht ab? Willkommen zurück, Leute. Ja, ich war so ein bisschen auf der Suche nach einem Ort namens Stonehenge oder so. Moment. Bei den Orden. Ich habe den Hinweis nicht gefunden, aus gutem Grund. Südlich von Stonehenge. Das ist, glaube ich, Stonehenge. Und wenn wir jetzt nochmal hier reingehen bei Hampton's Gear, das ist natürlich nicht benannt. Das wird Stonehenge sein. Es könnte auch das hier unten gewesen sein. Da ist aber südlich davon nichts. Wenn man das jetzt aber mal genauer hier anschaut, ist südlich davon das Hängegebiet. Ich bin jetzt nochmal wirklich alles so im Zickzack-Kurs hier abgefahren auf nächster Stufe, habe alles gelesen und dann bin ich hier hängen geblieben, ne? So, und da müssen wir jetzt hin. Da würde ich schon gerade mal sagen, komme ich da am besten. Dann fehlt uns ja noch ein Hinweis. Dann können wir eigentlich die letzten drei holen. Und dann werden wir im nächsten Part wahrscheinlich bei Hightam vorbeischauen. Das sollte ich laut letzten Part eigentlich schon machen. Ja, danke. Ich habe instant aufgenommen vom letzten Mal. Das ist ja noch so ein bisschen das Nachding davon. Und wieder habe ich es nicht markiert. Hängengehöft. Reicht ja grob. Oha. Und wir haben wieder einen Hinweis. Boah, der sieht aber hässlich aus. Hä? Ach, Gorm Kjötvesson. Das war der gerade, der Kiel. Aber da muss ich erst mit Heitam reden. Ich will aber die hier oben mal noch fertig machen vorher. Oh nein, genau. Andere Seite vom Berg. Aber ging, ist jetzt zum Glück nicht so schlimm. Und jetzt müssen wir irgendwie nach einem Fest schauen. Weil er das irgendwie beliefert, das Fest. Mit Alkohol und allem, was dazugehört. Ah, hier habe ich die Rentiere, glaube ich, geholt. Für die Rentiersammelei. Ich kann mich gut dran erinnern. Hier müssten gleich echt Rentiere auftauchen. Oder auch Luchse. Ist doch schon fest. Achso. Guck mal, da ist es ja wirklich. Das ist nur ein Trinkspiel? Ja, cool. Dass ich das bei dem Trinkspiel. Na gut, ich habe die Trinkspiele, die mache ich nicht mehr. Aber hier ist eine Kiste drin gewesen. Da habe ich es auch nicht bemerkt. Ja, so ist das, ne? So, und dann fehlt hier noch ein Hinweis. Und dann können wir die jetzt gemütlich. Schweinehof bei der Abtei Readingers in Hamptons Gear. So, die hatte ich beim letzten Mal schon. Oh. Beim letzten Mal schon gesehen. Abtei Readingers. Die war, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Das ist Runkwuda. Das ist das Gehöft. Das war. Hallo, wo ist die Abtei? Das war der Außenposten. Ah, Abtei Readingers. Ich mache schon mal eine Markierung. Und was soll ich da jetzt genau suchen? Ein Schweinehof durchsuchen. Alles klar. So, da müssen wir doch eigentlich. Oh nein, ist auch alles wieder so weit weg. Aber komm, da können wir gleich von hier reiten. Da brauche ich jetzt keine Weltreise machen.
vorne ist es schon zu sehen. Ach, den habe ich noch getroffen. Also, das habe ich bemerkt, aber ich dachte nicht, dass der Schuss tödlich sei. Ach ja, die Rentiere. Aber ich habe ja alles mit den Rentieren abgeschlossen. Es wundert mich, dass die hier sind, ausgerechnet. Und nicht irgendwie weiter nördlich. So, ein Schweinegehöft. Wenn ich gesehen werde, gibt es Ärger. Ah, hier sind Schweine. Sehr gut. Ah, da ist es doch schon sehr schön. Sehr schön, so gefällt mir das. Na klar, das konnte ich nicht finden, als ich die Truhe geöffnet habe, weil das erst nach dem zweiten Hinweis angezeigt wird. So, wo haben wir euch denn jetzt hier, meine Guten? Da unten. Komm, dann machen wir Schnellreise hier hin. Nee, der Außenposten ist doof. Nehmen wir die. Da spare ich ein paar Meter. Immerhin. Und so. Machen wir nochmal gerade einen Check. Das habe ich nämlich jetzt vermutet. Dass es nicht das Richtige ist, die richtige Markierung. Also wir kommen jetzt hier langsam zum Ende des Games. Also es hat ja lange genug gedauert, ne? Und ich habe fast nur Story gemacht. Das, was ich jetzt mache, ist eigentlich wirklich nicht mehr unbedingt Hauptstory. Aber ich muss noch ein bisschen was überbrücken, um alles, was ich noch so offen habe, abschließen zu können, bevor wir dann das Spiel beenden. Oh, hier ist aber einiges los. Verdammt! Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt kämpfen gegen die ganzen. Ah, hier war das. Ich kann mich auch dran erinnern. Jawohl. Ich habe mich um meine Familie gesorgt und nur um sie. Ich liebe sie mehr als alles andere. Und die Familien, die durch den Orden umkamen, waren sie es nicht wert, geliebt zu werden? Du bist Däne. Du wagst es, vom Wert des Lebens zu sprechen. Für euch ist es weniger wert als die Axt. Das stimmt nicht. Ich sehe Ehre in vielen Menschen, an vielen Orten. Du hast gezeigt, dass dein Mitgefühl klare und unüberwindbare Grenzen kennt. Ist doof gerade.
So, ich hoffe, das geht. Oh nein. Hallo, geh doch drauf jetzt, mein Gott. Ja! Jetzt müsste es gehen. Dann noch ein und dann sind wir durch und dann gucken wir mal, wie viel wir aufgedeckt haben von den anderen. Und zu Hightam gehen wir dann im nächsten Part. Heute ist aber dann bei mir Schluss. Sehr gut. Können wir noch schön dahin laufen. Nein, hier komme ich nicht weiter. Warte mal, gucken, ob da hier... Sehr gut. Genau das wollte ich. Boah, schafft er den? Egal. Boah, der liegt im Bett hier. Jetzt steht er gerade auf. Heika. Die Verborgenen. Ist das die Kette, an der du ziehst? Mich kettet niemand an. Ich befreie Englerland vom Schmutz. Für die Sicherheit meiner Leute. Hör sich das einmal an. Die Ausrede eines Verstands, der in Ketten liegt. Ah, da gibt's einen neuen Hinweis für die Hake. Ui, der ist aber auch wieder weit. Horis Ture. So, naja, klar, schade ist irgendwie, dass das Spiel dann doch vorbei ist, auch wenn sich das ewig hingezogen hat. Das ist immer mit zwei Gefühlen. Einmal ist es schade, dass es vorbei ist, also trotz vieler Bugs, muss man leider sagen, hat es mich doch mega gefesselt, also ich fand's von der ganzen Idee richtig geil. Es ist ein Thema, was mich fasziniert. So, das Wikinger-Zeitalter oder das Zeitalter, wo die mitgelebt haben. Und ja, andererseits bin ich aber auch froh, dass dieses mega große Spiel erstmal fertig ist. Vom Hauptteil, sage ich mal. Die Add-ons, die zähle ich ja nicht dazu, zu einem 100%-Ding. Muss man auch nicht unbedingt. Aber ich denke mal, die Add-ons, so zwischendurch hat man doch Bock. Ich werde mir das mal alles anschauen und dann... Boah, du Vollhonk. Und dann hole ich mir die vielleicht nach und nach. Oder erstmal nur eins und dann gucken, wie weit ich dann wirklich noch Bock habe.
Geil, Spiel abgeschmiert. Okay, Leute, das war's. Ich mache den jetzt noch fertig und das nächste Mal ist er dann fertig. Wir gehen zu Hightam und gehen mit der Story weiter, so gut wie es geht. Ich bedanke mich, haut drin, bis dahin, tschüss.